Die Fußballsaison 2022/23 ist also vorbei. Das große Aufräumen abseits des Abrechnens läuft bereits, vor allem beim FC Bayern München. Am schlimmsten Tag in seinem Leben bezeichnete Oliver Kahn diesen letzten Spieltag. Der ehemalige Weltklasse-Torwart dürfte nicht bei der Mannschaft sein in Köln, weil er als Vorstandsboss des Rekordmeisters noch während des Spiels gefeuert wurde. Genau wie Sportdirektor Salihamidžić. Die Gründe lagen auf der Hand. Eine Chaos-Saison mit abruptem Trainerwechsel, Ausscheiden in der Champions League sowie im DFB-Pokal und ein katastrophales Auftreten der Mannschaft. Bleibt weiter ein großer Verlierer, Borussia Dortmund. Den Tag nach dem Herzschlag Endspurt fasst bei Dieter Heise zusammen. Deutscher Meister mit nur der FCB! Nur der FCB! Nur der FCB! Zum Schluss sind es wieder die Bayern-Fans, die jubeln, zum 11. Mal in Folge. Dabei hat diesmal wohl niemand so recht daran geglaubt. In der Münchner Innenstadt nur ein paar versprengte Fans, die aber glücklich. Das war toll, überragend. Emotion pur. Ja, uns ist wirklich fast schon wieder ein bisschen peinlich. Sorry Dortmund, aber viermal die Tür aufgemacht. Aber ist auch, tut uns auch ein bisschen für Dortmund leid. Es war eine Minute vor dem Schlusspfiff, als der nur vier Minuten zuvor eingewechselte Jamal Musiala zum 2:1 gegen Köln traf und die Meisterschaft damit perfekt machte. Und so sind es wieder die Bayern, die die begehrte Schale in der Hand halten. Das Ende einer extrem unruhigen und sportlich nicht befriedigenden Saison. Trotzdem wird das keine Saison mehr, mit der wir einfach sagen, ja, Ende gut, alles gut, mach mal die Augen zu und wird schon besser werden. Das wird keine Saison, mit der wir zufrieden sein dürfen. Eine auch für die Fans aufwühlende Saison. Der kleine 10-Jährige in mir sagt, ja! Und der weise Fußballfan sagt, wir hoffen, dass die richtigen Lehren gezogen werden. Tatsächlich ist der Verein intern alles andere als in Partylaune. Prompt wurden zwei Minuten nach dem Abpfiff Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić gefeuert. Für ihn eine, wie er sagte, emotional nicht einfache Situation. Und er wolle der Freund des FC Bayern bleiben. Er werde den Club im Herzen behalten. Besonders getroffen hat es offenbar Kahn. Der Ex-Nationaltorhüter twitterte: Ein ganz großes Kompliment und Gratulation an die Jungs. Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde. Das gelte auch für den Besuch der Meisterfeier. Ihm das zu nehmen, sei der schlimmste Tag seines Lebens gewesen. Die Nachfolge des FC Bayern-Bosses tritt der designierte neue Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dresen an. Für Salihamidžić ist offenbar RB Leipzigs Sportvorstand Max Eberl im Gespräch. Und die Dortmunder, die sind vollkommen am Boden. Wir waren heute so nah dran. Es waren 90 Minuten. Es war ein Tor, was gefehlt hat. Hier, es hat ein Tor gefehlt in Köln. Und ab morgen sind wir wieder 34 Spieltage davon entfernt. Sie waren ihrem Traum von der Meisterschaft doch so nah. Aber am Ende hat es doch nicht gereicht. Das müssen wir aufarbeiten und dazu sind an diesem Sonntagmorgen bei uns Paul Klinzing am Vereinsgelände des FC Bayern München an der Sebener Straße in München und natürlich Daniel Koop weiter in der Ruhrpottstadt Dortmund. Und wir fangen natürlich bei Paul an. Guten Morgen ihr beiden zusammen. Paul, über die Meisterschaft redet keiner, nur über diesen Trümmerhaufen FC Bayern, oder? Ja, ist tatsächlich so. Natürlich gab es gestern Abend noch eine kleine Feier, wie zum Beispiel auf der Leopoldstraße. Es haben sich ein paar Autos versammelt, haben gehupt, haben mit den Fans gefeiert. Aber die große Meisterfeier von den Fans gab es tatsächlich zumindest gestern Abend nicht. Denn du hast es schon angesprochen und auch im Beitrag hat man es gehört. Es gibt Unruhen beim FC Bayern, denn gleich nach Spielende wurde bekannt, dass Oliver Kahn entlassen wird. Und auch Hasan Salihamidžić. Und das wird heute auch das Gesprächsthema Nummer 1 sein beim FC Bayern München. Was heißt denn das? Das wird das Gesprächsthema sein. Also, dass Dresen neuer Chef werden soll, Sportdirektor, ist noch unklar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Max Eberl es wird. Der ist gerade ja erst zu Leipzig gegangen. Das würde auch wieder für Unruhe sorgen. Aber wie will man denn tatsächlich jetzt die Saison dann vorbereiten? Die nächste Spielzeit 2023, 2024, da muss Bayern wieder liefern. Also wir erwarten heute gegen 11:30 Uhr eine Pressekonferenz des FC Bayern
in der Allianz Arena und da wird Herr Dresen dann auch vorgestellt. Ich glaube auch nicht, dass Max Eberl heute schon als neuer Sportchef vorgestellt wird. Naja, aber wir sind hier beim FC Bayern oder beim FC Hollywood. Wenn man das Spiel gestern ansieht und auch welche Nachrichten gesickert sind nach Spielende, dann kann das tatsächlich auch heute noch passieren. Aber es würde noch mehr Unruhe reinbringen. Und ich glaube, der FC Bayern will sich heute auf die Meisterfeier konzentrieren, die ja gegen 17.30 Uhr, 18 Uhr am Marienplatz stattfindet. Und dann hoffen die FC Bayern tatsächlich auch mit den Frauen noch zu feiern. Denn die haben heute noch alles in der Hand, selber Meister zu werden. Aber Paul, die entscheidende Frage ist doch, wenn der Sportvorstand, wenn also die Vereinsspitze so ein Chaos abliefert in der vergangenen Saison, was wird denn dann mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel? Der ist ja zum ersten Mal überhaupt als Trainer deutscher Meister geworden. Sitzt er denn weiter fest im Sattel? Also die Fans sagen zumindest, er sollte bleiben. Er hat jetzt noch nicht so lange Zeit, um sich zu akklimatisieren. Sie finden, er hat schon versucht, das Beste zu machen. Aber wenn man sich Thomas Tuchel selbst ansieht, dann war er doch sehr unruhig, zumindest die letzten Tage. Also auch nach dem Spiel hat er sich jetzt nicht so überzeugend geäußert. Wir hören aber selber mal rein, was er gestern Abend noch gesagt hat. Vor 8 Wochen waren die beiden natürlich die maßgeblichen Personen, die mich kontaktiert haben und die mich auch überzeugt haben und bearbeitet haben und überzeugt haben, sofort auf diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Platzo war mein täglicher Ansprechpartner in der Sebener Straße. Olli war täglich da, aber mit ihm habe ich so wöchentlich mich ausgetauscht. Ist ja auch klar in seiner Funktion. So, deshalb, ich weiß es seit gestern, ich muss es auch erstmal verdauen und abwarten, was die Planungen und der weitere Weg ist, bevor ich mehr Details dazu sagen kann. Also es hört sich wirklich so an, dass Trainer Tuchel eine Pause bitter nötig hat. Wahrscheinlich auch die Sportler des FC Bayern. Heute Abend wird nochmal gefeiert und dann geht es in die Saisonvorbereitung bald, dann in ein paar Monaten. Und dann hofft man, dass man nicht nur die Meisterschaft holt, sondern auch den DFB-Pokal und vielleicht sogar noch die Champions League in der nächsten Saison. Tja, das wird eine lange Saison werden. Da müssen wir erstmal abwarten, wie das dann laufen wird. Paul, du wirst das ganze Geschehen beim FC Bayern heute für uns natürlich auch beobachten. Wir schauen weiter nach Dortmund zu Daniel Koch. Guten Morgen, Daniel. Tja, es ist ein guter Morgen für Dortmund. Wie gehen tatsächlich die Ruhrpottler jetzt damit um? Schalke abgestiegen, Dortmund nicht Meister geworden. Ist ja wirklich ein trauriger Pfingstsonntag. Also das war ein richtiges Trauerspiel, was wir da vor allem gestern am Abend gesehen haben. Wir waren noch lange in der Stadt unterwegs und die Stadt war dann relativ schnell auch leer gewesen. Und eigentlich sollte doch heute die große Party hier stattfinden. Man war sich so sicher gewesen von den Fans, aber auch von der Stadt Dortmund. Ich kann das mal hier in die Kamera reinhalten. Das war unsere Akkreditierung gewesen. Meisterfeier 2023. Aber ja, es sollte nicht so kommen. Und wir haben das gestern am Vormittag eigentlich auch schon gesehen, da waren die Fans optimistisch gewesen. Sie waren sich sicher gewesen, dass sie die Meisterschale hier nach Dortmund dann zurückbringen werden. Und wir waren eben hier auch in der Stadt unterwegs gewesen. Einfach alles nur leer. Ein ganz trauriger einzelner Fan, den haben wir heute Morgen am Stadion gesehen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.